Ja, hallo zu einem neuen Screencast. Auch dieses Mal ein Screencast zu Inkscape. Was wir dieses Mal machen wollen, kann man hier bereits im Hintergrund erkennen, und zwar so eine Disco-Kugel. Wer das Ganze nochmal nachlesen möchte, findet wie immer bei mir im Blog einen entsprechenden Eintrag, und zwar unter dieser Adresse hier. Und dann kann es auch schon losgehen. Ich lösche mir erstmal diese Sachen. Ja, wie geht das Ganze? Viel zeichnen werden wir heute gar nicht, sondern wir werden viel Skripte benutzen. Und zwar finden wir unter Erweiterungen Rendern einmal ein Skript, das rendert uns eine Drahtfernkugel. Das rufen wir auf. Und hier haben wir verschiedene Einstellungen, nämlich die Anzahl der Breiten- und Längengrade einmal. Das sind bei mir 19 und 24. Und dann die Ausrichtung der entsprechenden Kugel, das ist bei mir Kippen in Grad minus 10 und Rotation in Grad 40, und der Radius sind hier 100 Pixel. Diese Einstellung könnt ihr selbst verändern. Hier einmal, wie viel Spiegelteile diese Kugel haben soll, und hier die Ausrichtung eben. Was wichtig ist, dass ihr hier den Haken gesetzt habt, bei Linien hinter der Sphäre verstecken. Dann wenden wir das Ganze an, schließen das Skript und bekommen hier so eine schicke Kugel gerendert. Die besteht aus gruppierten Konturlinien. Die degruppieren wir uns jetzt. Und dann wandeln wir diese Konturlinien hier in einen Pfad um. Wenn wir das getan haben, können wir all diese Pfade vereinigen. Nicht wundern hier, das ist einfach nur ein Renderfehler. Wenn ich ein bisschen beiseite schiebe, ist das verschwunden. Dann zerlegen wir den Pfad einfach, indem wir auf Pfad zerlegen gehen. Das zerlegt uns das Ganze in einzelne Flächen. Jetzt gehe ich mal ein bisschen näher ran, dass ich hier auch wirklich nee, den Kreis erwische. Jetzt schiebt er mir beiseite, so. Mach hiervon gleich mal ein Duplikat und leg auch das beiseite. Markiere mir hier alle Spiegel-Einzelteile. Und auch hier wende ich ein Skript drauf an. Und zwar finden wir das unter Erweiterungen, Farbe und hier Zufallsänderung. Hier haken wir alle drei Werte an und wenden das einfach an. Und wir erhalten auf unsere verschiedenen Flächen jeweils eine verschiedene Farbe. Dann markiere ich alles und gruppiere das einfach. Hier diesem Hintergrund gebe ich eine seichte graue Farbe, selektiere mir die Spiegelflächen wieder mit und nehme hier das Ausrichten-Werkzeug zur Hilfe und zentriere beides. Dann gruppiere ich das im Anschluss gleich, mache mir von unserer beiseite gelegten Kopie unserer Grundfläche wieder eine Kopie, und diese Kopie fülle ich jetzt mit einer Farbverlaufsfüllung, und zwar einer radialen Farbverlaufsfüllung. Dafür wähle ich mir das Werkzeug Farbverläufe erstellen, stelle sicher, dass hier oben radialer oder elliptischer bzw. kreisförmiger Farbverlauf angehakt ist. Doppelklicke hier auf das entsprechende Objekt, gehe hier auf Bearbeiten des Farbverlaufs. Der Farbverlaufseditor öffnet sich, füge hier zwei Zwischenfarben hinzu. Dann können wir eigentlich diesen Dialog schon wieder schließen. Wähle mir den Mittelpunkt des Kreises bzw. des Farbverlaufs und fülle diesen mit Weiß. Das nächste nehmen wir hier so ein schmutziges Gelb. Hier ein sanftes Babyblau und hier ein genauso sanftes Rosa. Das hier, ja, genau so. Dann bringe ich das hier drauf.
gebe dem Ganzen halt erstmal noch den Farbverlauf ein bisschen verschieben. So, verschiebe den Mittelpunkt des Farbverlaufes so nach unten und ziehe dann die Außenkanten so nach oben. Das ist vielleicht ein bisschen viel. So. Dann öffne ich die Objektfarbeinstellung, gebe dem Ganzen eine leichte Unschärfe. So 3 in etwa sollte genügen. Schiebe das beiseite, mache mir von unserer Kopie wiederum eine Kopie, selektiere unseren Farbverlauf und diese Kopie, nutze auch hier wieder das Ausrichten-Werkzeug, richte das aus, gebe der auf dem Stapel liegenden obersten Kreisform die Füllung weiß, selektiere dann beide. Hier kann man erkennen, dass die Unschärfe den Kreis hier etwas über die eigentliche Form hinausragen lässt. Das wollen wir hier an der Stelle nicht. Und deswegen selektieren wir beide, gehen hier auf Objekt, Maskierung und Setzen. Jetzt ragt es nicht mehr hinaus. Auch hier können wir wieder das Ausrichten-Werkzeug benutzen. Zack, zack. So. Jetzt können wir hier die Objektsichtbarkeit einfach herabsetzen. Da ich es heute schon ein paar Mal gemacht habe, weiß ich, es sind bei mir 80. Das ist allerdings al gusto. Dann können wir es wieder gruppieren. Für den nächsten Schritt brauche ich schon mal eine Hintergrundfläche. Dafür male ich mir einfach hier ein schwarzes Rechteck. Hier muss ich natürlich die Objektsichtbarkeit wieder heraufsetzen und setze das mal mit der Endetaste ganz nach unten. Setze mir unsere Disco-Kugel hier drauf und dem gebe ich jetzt eine weiße Füllung und setze den weißen Kreis hinter unsere Kugel. Das muss nicht exakt ausgerichtet sein diesmal, denn dem geben wir jetzt über die Farbeinstellung eine ordentliche Unschärfe. Also 30. 30 ist okay. Jetzt nehmen wir das Sternwerkzeug, stellen sicher, dass wir hier auf Stern gestellt haben. Dem gebe ich dann 5 Ecken und dann zeichne ich mir hier so einen Stern. Und gleich noch ein. Und dann gebe ich dem darunterliegenden eine Unschärfe. Sagen wir mal 2. Und dem daraufliegenden eine Unschärfe von 1. Ich kann ruhig mehr sein. 1,5. Ja. Gruppiere das und setze mir das so hier hin. Wahrscheinlich werde ich hier die Deckkraft ein bisschen noch herabsetzen. Auf 80. Ja. Und vielleicht sogar weniger. 70. Das können wir nochmal duplizieren. Und ein bisschen skalieren. So. Schon hätten wir 2 Spiegelungen. Gruppieren das Ganze mal. Zack. Und dann wollen wir jetzt hier so die Farbstrahlen, die im Hintergrund waren. Dafür wähle ich mir wieder das Werkzeug Sterne und Polygone erstellen. Stelle hier auf Polygone. Nehme nur Dreiecken. Es wird also ein Dreieck. Und zeichne hier schon mal. Das Dreieck ist schon da. Auch gleich mal die Objektsichtbarkeit hochsetzen. So, dann drehe ich mir das so, dass es auf dem Kopf steht. So. Das muss nicht 100% exakt sein. Und dann stauche ich das einfach so. Brauche ich vielleicht ein bisschen mehr Platz. Ja.
So, dann gehe ich auf Objekt drehen und versetze mir den Objektmittelpunkt hier einfach nach ganz unten. Und dann mache ich mir immer mit STRG D hiervon ein Duplikat und drehe das gleich dementsprechend. Zack. Was das Ganze werden soll, ist ein sogenannter Star oder Sunburst. Das Ganze könnte man auch mit Klonen machen und automatisiert will ich an der Stelle allerdings nicht, weil ich hier einfach mal ein paar Unregelmäßigkeiten haben will. Das geht zwar mit dem Werkzeug dann auch, aber ich denke, das geht so genauso schnell. Ja, so schnell hat man sich eigentlich ein Sun bzw. Starburst gezeichnet. Es begegnet einem ja immer wieder mal. Besonders dann, wenn man Objekte strahlen lassen will, wird es oft verwendet. Dann selektiere ich mir alle Einzelteile dieses Bursts und wende auch hier drauf die Erweiterung Farbe Zufallsänderung an. Auch wieder hier darauf achten, dass alle Werte angehakt sind. Anwenden, dann bekomme ich hier so schöne bunte Dreiecke. Die gruppiere ich mir an der Stelle mal und setze die mal hier so in die Richtung. Das Ganze können wir kleiner skalieren. Stauchen wir es einfach in die Richtung, das macht ja nichts. So, ruhig nochmal stauchen. So, dann setze ich das mit den Bildabtasten unter unsere Kugel und das Ganze können wir mit sehr wenig Deckkraft machen, nämlich mit bloß 10. Im ersten Moment sind sie kaum noch zu erkennen. Aber jetzt machen wir uns noch ein Duplikat davon und drehen das Duplikat einfach. Machen noch ein Duplikat und auch das versetzen wir noch. So. Und schon wäre unsere Zeichnung eigentlich fertig. Wenn die Außenkanten jetzt hier dieses Bürst noch stören, entweder man maskiert sie, genauso wie wir das vorhin mit der Kugel gemacht haben, oder man zeichnet das Ganze so groß, wie man das Bild insgesamt haben will, dann ragen sie bloß übers Bild hinaus und beim Exportieren verschwinden sie dann, sind also auf dem Zielbild nicht zu sehen, beziehungsweise im Browser wird das außerhalb des Canvas nicht mitgerendert, macht also keinen Unterschied. Ja, das Ganze war relativ schnell und einfach. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.